Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Webinar der WIRT Elektronik ISOS. Ich bin Eleni Stark und ich moderiere wieder das heutige Webinar. Wir freuen uns, dass wir heute so viele interessierte Teilnehmer haben, die an unserem Webinar teilnehmen. Unser Thema wird heute sein SMT-LED-Techniken vom Profi, The Reverse Mount. Unsere Referenten sind heute unsere beiden Produktmanager, Lin Do und Harun Özgür. Sie werden das Webinar halten und im Anschluss ihre Fragen beantworten. Dabei wird meine Kollegin Lin hauptsächlich den Vortrag halten und mein Kollege Harun wird während des Webinars auch schon Fragen beantworten. Das heißt, Sie können auch während des Webinars Fragen stellen in unserer Chatfunktion und er wird diese beantworten. Alle weiteren Fragen beantworten wir dann live und mündlich am Ende des Webinars. So, bevor wir mit der eigentlichen Präsentation starten, weise ich Sie darauf hin, dass Sie während des Webinars an sich stumm geschaltet sind. Wie eben aber schon erwähnt, können Sie uns dann dennoch über die Chatfunktion jederzeit Fragen stellen zum Webinar. Diese werden schriftlich beantwortet und alle übrigen Fragen beantworten wir am Ende des Webinars. Der Frage-Antwort-Teil am Ende des Webinars wird etwa 10 bis 15 Minuten lang sein. Das Webinar selbst ca. 30 Minuten. Wenn wir es innerhalb dieser Zeit nicht schaffen sollten, alle Fragen zu beantworten, innerhalb dieser 10 bis 15 Minuten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an isos-webinar@we-online.com. Ansonsten beantworten wir alle übrig gebliebenen Fragen auch gerne im Nachgang per E-Mail direkt an denjenigen Fragesteller. Nach Beendigung des Webinars werden Sie zur Umfrage an einem Feedback aufgefordert. Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns dabei zu helfen, unsere Webinare zu optimieren und das Feedback an uns zurücksenden. Den Link zur Aufzeichnung des heutigen Webinars und auch zur Präsentation senden wir Ihnen in ein paar Tagen in einer separaten E-Mail zu. Außerdem können Sie sich die Aufzeichnung des heutigen Webinars einige Tage später auf unserer Webseite unter dem Navigationspunkt Webinare oder auch auf unserem WIRT Elektronik YouTube-Kanal noch einmal ansehen. Nun übergebe ich an meine Kollegin Lin Do und wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Hallo und willkommen zu unserem Webinar. Hier sehen Sie erst die Übersicht in diesem Webinar. Zuerst präsentieren wir die Einführung von LED. Anschließend teilen wir Ihnen unsere Erfahrungen von der Reverse-Mount LED mit. Dabei die Probleme bei der Anwendung dieser LED und der Lösungen geklärt werden. Und viel Spaß bei dem Webinar und lasst uns beginnen. So, was ist eine LED und wie ist eine LED aufgebaut? Wir sind stolz darauf, mit Ihnen in Detail zu teilen, was die WIRT Elektronik LED von anderen besonders positiv macht. LED ist eine Abkürzung von lichtemittierende Diode. Wir beginnen mit dem Aufbau der LED. Grundsätzlich ist der Chip das Herzstück der LED und auch DICE genannt. Hier DICE ist auch das aktive Element der Komponente ist. Der Chip wird für die Lichtemission der LED benötigt. WIRT Elektronik hat im Gegensatz zu fast allen LED-Herstellern die Vorauswahl der Chips für die bestmögliche Ausbeute getroffen. Unsere LED sind in verschiedenen Paketen erhältlich. Wir bieten an manchen üblichen LED sowie an der optoelektronischen Komponenten wie Detektoren an. In Verbindung mit dem Chip sind auch der Grunddraht und die vergundenen Kontakte oder Lötpads für eine gute Verbindung und Signalauswertung wichtig. Der Substrate ist die Materialien, die um die Verpackung zusammenhandeln. Der Substrate definiert normalerweise auch die Größe von LED. Das Optikteil mit den anderen Worten Linse ist notwendig, um den Chip zu schützen und die ist der Wellenleiter zur Extraktion des Lichts, das vom Chip erzeugt ist.
So, wenn wir über die LED sprechen, kann es sich um jede LED-Lampe oder LED-Modul handeln. Auch viele Leute denken, das ist LED-Display. Aber heute diskutieren wir über die LED-Komponente oder LED-Paket. Es gibt viele Arten von LED-Paketen. Lassen Sie sich von uns die Unterschiede zeigen. Das kann gut möglich Ihnen beim Schaltungsentwurf zu helfen. Erstmal die Chiplet. Okay, LED-Chip, wie wir schon vorhin gewusst haben. Das ist nicht der Chiplet, das ist anders. Der LED-Chip kannten wir an der Herzstück von dem LED, aber Chiplet ist eine Art von der LED-Gehäuse. Wie Sie sehen, es handelt sich hier darum, dass die Materialien vom Substrate wie die Leitenplatte ist. Und die Optik besteht aus Epoxidharz. Mit diesem Typ können wir die LED sehr klein produzieren. Zum Beispiel wie die Baugröße 04, 02 oder 06, 03. Die Chiplet ist geeignet für alle Signalanwendungen. Und hier die zweite Typ auf dem rechten Seite ist die PLCC-LED. Oder wir nennen das auch Toplet. Die PLCC ist Abkürzung für Plastic Lead Carrier Chip. Das Substrate ist ein PLCC-Gehäuse und die Optik besteht aus Silikon, nicht Epoxidharz wie bei Chiplet. Mit PLCC kann die LED größer gemacht werden. Daher ist die Helligkeit in den meisten Fällen höher. Hier sehen wir die Begriffe von PLCC 2, PLCC 4 oder PLCC 6. Die bezeichnet die Anzahl der Pinbelegung. Dritte Art von der LED-Gehäuse ist Keramik-LED. Die Keramik-LED wurde aus hochwertigen Materialien, sowohl der Keramik-Substrat als auch Gondraht und Gondenkontakt hergestellt. Das Keramik-Substrat hemmt die LED bei hohen Betriebstemperatur besser auszuhalten. Der Chip ist größer, daher ist die Intensität höher und die LED kann mit dem hohen Strom hier bis zu 1 Ampere betrieben werden. Die übliche Größe ist 3,5 und 3,5 mm. Und die letzte LED-Paket haben wir im Portfolio, ist sehr klassisch, aber sehr robust, ist die THT-LED. THT ist die Abkürzung von Through-Hole Technology. Wir bieten hier 3 und 5 mm mit oder ohne Abstand Hände oder andere Worte genannt Stoppe. Wir haben auch transparente oder farbige Display-Linse im Portfolio. Und wir reden hier über die Montageart von LED. Die beliebteste Art, die LED auf der Platine zu platzieren, ist die Draufsicht oder andere Wort genannt als Top-View. Dabei die LED das Licht nach oben emittiert. Zweite Art ist Side-View-LED. Das LED im Einsatz seitlich erfolgt. Und der letzte Typ ist, wie im dritten Bild Sie sehen, die umgekehrte Montage. Davon wir als LED-Hersteller viele Vorteile in der nächsten Folie präsentieren möchten. So. Im letzten Bild haben Sie die Vorstellung von der Reverse Mode LED. Ja, das ist auch eine SMT-LED. So, SMT, Surface Mode Technology. Und kann in verkehrt herum auf der Platine platziert werden. Die Reverse Mode LED in Englisch
ist auch bekannt als Bottom Entried, Reverse Package oder Rear Mount rückseitige montierte LED. Bitte beachten wir hier, die Reverse Mount LED kann an Top Mount LED verwendet werden. Jedoch können aufgrund ihrer Lötstellen nicht alle Top View LED an Reverse Mount LED verwendet werden. Hier ist eine Auszeichnung von unserem Datenblatt. Wenn Sie das Datenblatt lesen, prüfen Sie bitte die Zeichnung der Verpackung, um sich sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendungen finden. Manchmal ändert sich die LED selbst nicht, aber nur die Art und Weise, wie sie im Band eingelegt wird, ist anders. Aus dem Band der Top-Mount-Version sehen Sie die Draufsicht von der LED. Auf der Seite ist die Ansicht von Unterseite der LED. Wir bieten sehr vielfältige Portfolio an Reverse Mount LED an. Auf Ihrem Wunsch können wir auch die Reverse Mount LED als Projekt in Top Mount Packaging anbieten. In diesem Fall können Sie sich gern an unsere Vertriebskollegen wenden. Die Reverse Mount LED, so wie der Name schon sagte, ist für alle Anwendungen konzipiert, bei denen das Licht nicht nach oben, sondern nach unten durch die Platin scheint. Ja, das hört sich seltsam an, aber in diesem Fall müssen wir ein Loch in die Platine bohren und die LED kann durchleuchten. Die ist nützlich, wenn das Bus beispielsweise an Touchpad mit LED-Anzeige oder als Hintergrundbeleuchtung verwendet wird. Oder in andere Anwendungen im Bereich Telekommunikation, dabei das Licht durch eine Glasfaser gehen soll. Hier möchte ich sehr gern unser Produktportfolio über Reverse Mount LED zeigen. Und die sind die gängigen Reverse Mount LED auf dem Markt. Das erste Typ ist mit Bauform 12.06 mit rechteckigen Linsen in einfarbig. Hier ist die Bauform 12.06 in zylindrischen Linsen und auch in einfarbig erhältlich. Dieser Typ ist auch 12.06 mit gewölbter Linse in einfarbig. Wir haben auch andere Pakete in 12.05 mit rechteckigen Linsen in einfarbig. Sie sind mit wasserklaren Linsen oder Disview-Linsen erhältlich. Und wir haben auch zweifarbig und RGB-LED für 12.05 und 12.06 im Portfolio. So. Die Verwendung einer Reverse Mount LED ist kein Problem. Nur dass durch das Design der Schaltung mit dieser LED müssen wir der Standard IPC viel aufmerksam schenken. Die IPC stehen für die Interconnecting and Packaging Electronic Circuit, vor allem der IPC 7351. So genannt von der Standard allgemeine Anforderungen für Oberflächenmontage und LAN-Pattern-Standard. Also was ist wichtig bei dem Standard? Die wichtigste Information sind, Sie müssen den Abstand zwischen der LAN-Pattern, der Kontaktpad, zu dem Loch mindestens 0,25 mm anhanden. Es ist nicht einfach, diese Abstand zu halten. Der erste Grund liegt darin, ist der Form von der Linsen. Es muss in das Loch passen.
und das zweite hängt von der Leiterplattenherstellung ab. Das Bind sei ein Beispiel, wie das kreisförmige Loch auf der Platine gemacht wird. Dieser Design ist perfekt für ein Reverse Mode LED mit Zylinderlinse oder Domlinse. Aber das ist nicht immer gut für ein LED mit rechteckiger Linse. Der einfachste Weg, die Reverse Mode LED mit einem rechteckigen Linse auf der Leiterplatte zu platzieren, besteht darin, das rechteckige Loch so groß wie die Linse zu schaffen. Überraschenderweise ist die Reverse Mode LED mit rechteckigem Linse auf dem Markt sehr beliebt und die Größe der Linsen ist auch vielfältig. Das rechteckige Loch kann die gute Lösung für die rechteckige LED sein, um den Abstand gemäß dem IPC-Standard zu halten. Aber für die Leiterplattenherstellung ist es vielleicht ein Problem. Denn um das Loch zu schaffen, kann man nur die Leiterblatt durchbohren. Daher kann das Loch wie ein Umkreis oder ein abgerundetes Rechteck gemacht werden. In einigen Fällen muss man das Landplatten zuschneiden, so wie hier, um es an das Loch anzupassen. Dies sind natürlich unsere Empfehlungen, allerdings sollte das Design von Landplatten zu ihrem Lösprozess angepasst werden. In dieser Folie möchte ich unseren Vorschlag für einen Landplatten für den Reverse Mode mit Dome Lens vorstellen. Die Vorteile von dieser LED sind, die Dome Lens kann eine sehr kleine Betrachtungswinkel erzeugen. Daher wird die Intensität auch erhöht. Die LED geeignet sich ideal für die Anwendung zum Beispiel in Kupplung in der Lichtleiterphase. Und das letzte Vorteil ist, dass die Kontaktfläche sehr gut, hier sehen Sie, für die umgekehrte Anwendung sind. Nur im Gegenteil davon vergibt sich diese gewölbte Linsen weniger Platz, um mehrere Chips in ein Gehäuse zu dotieren. Aus diesem Grund ist die Paket nicht ideal für die Herstellung von zweifarbigen oder RGB-LED geeignet. Hier ist das Design des Landplatten für eine Zylinderlinsen. Ja, das ist ebenfalls ähnlich wie bei dem Dome Lens. Tatsächlich hat diese LED die beste Linsenform, um eine Ladenplatteherstellung zu schaffen. Während die Anwendung für weite Abstandwinkel. Selbstverständlich ist die Lötpest von dem LED auch sehr gut, groß genug für den umgekehrten Gebrauch. Der Formteil von der Linsen ist sehr speziell. Deshalb die Herstellungskosten ist in der Regel höher als bei anderen Typen. Und aus dem gleichen Grund wie bei dem Dome-Linsen ist dieses Paket nicht das Ideal für zweifarbige und RGB-LED geeignet.
Auf dieser Folie haben wir zwei Arten von dem Reverse Mode LED mit rechteckiger Linse. 12.05 und 12.06. Was ist die unterschiedliche? Der große 12.06 handelt es sich um erste Generation von dem Chipless Reverse Mode. Und der 12.05 ist der zweite, der nächste Generation und mit vielen Vorteilen verbessert. Erstmal bei 12.05 sehen wir, der ist schmaler. 3,2 mit der Breite von 1,2 mm im Vergleich mit 1,6 bei 12.06. Und die Kontaktfläche ist auch größer als bei 12.06 und das ist auch besser für die umgekehrte Verwendung. Die Linsen von dem 12.05 ist auf jeden Fall hier proportionaler. Das heißt, das Loch auf dem Lampen ist kleiner. Und hier, das ist das besser, um die Plätze auf dem Leiterplatten zu sparen. Aber die beiden Bauformen 12.05 und 12.06 ist perfekt, um die zweifarbige und RGB-LED zu herstellen. Und schließlich, Sie müssen die LAN-Paten für Ihr Schaltungsdesign nicht selbst erstellen. Alle Daten können Sie in unserem Online-Katalog gefunden und herunterladen. So. Hier möchte ich nun die Inhalte des Webinars zusammenfassen. Erstmal vielen Dank, dass Sie mit uns in die Wende der Sichtbarkeit eintauchen. Nun erhalten Sie weitere Informationen zu unserer LED, insbesondere die Reverse Mode LED. Unsere Produkte haben die Standard-Lötpad mit der besten Lötfähigkeit. Sie sind in einfarbig, zweifarbig und RGB-LED erhältlich. Wir haben auch mit transparenter oder diffused Linse verfügbar. Unser Portfolio hat eine Vielzahl von Linsenformen. Es ist auch nützlich zu wissen, die LED mit Domlens ist für alle Anwendungen, bei denen eine kleine Betrachtungswinkel erforderlich war. Zum Beispiel, wenn Sie den Ersatz von TET-LED oder in Verkehrsanzeige oder Messenger-Bot anwenden möchten. Die Zylinderlinse ist das beste BCB-Nutzung für alle Anwendungen. Dabei eine weitere Betrachtungswinkel erfordern. Zum Beispiel wie die Hintergrundbeleuchtung oder Touchscreen. Und die letzte rechteckige Linse ist Kostenersparnis für alle Anwendungen, bei denen sowohl die Taufsicht als auch die umgekehrte Montage erforderlich waren. Und bitte denken Sie daran, unsere Außendienstmitarbeiter sind immer für Sie da. Danke sehr. So, danke erstmal von meiner Seite, Lynn, für das tolle Webinar. An der Stelle möchten wir uns gern Ihren Fragen zuwenden und warten dazu noch einen kleinen Moment, bis ein paar Fragen reingekommen sind. In der Zwischenzeit möchte ich Sie auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass Sie sich unser Webinar in wenigen Tagen noch einmal auf unserer Webseite ansehen können und dass Sie, wie vorhin schon erwähnt, auch eine E-Mail im Nachgang zum Webinar mit der Präsentation in PDF-Format des heutigen Webinars und auch den Link zur Aufzeichnung zugesendet bekommen werden. Wir warten jetzt noch kurz, bis ein paar Fragen drin sind im Chat. Wir haben schon ein paar während des Webinars zeitgleich beantwortet.
Wenn Sie nach dem Webinar noch Fragen haben, hier steht die Adresse auch nochmal, unsere allgemeine Webinaradresse isis-webinar@we-online.com. Ansonsten auch gerne direkt an die Kollegen, die das Thema betreuen. Das ist ipal.pmhotline@we-online.de. So, jetzt warten wir noch einen ganz kleinen Moment. So, wir haben die erste Frage. Gibt es LEDs für verschiedene Leiterplattendicken? Guten Morgen meinerseits, mein Name ist Harun Özgür. Die Frage, die kann man relativ einfach beantworten, leider nein, da sich die Linse das Epoxy und die Linse sich auf den Abstrahlwinkel spezifizieren. Also wenn man jetzt sozusagen verschiedene Größen der Linse hätte, dann hätte man verschiedene Abstrahlwinkel da, aber der Standard 120 Grad ist, wird dieser Kubus oder wird dieses Rechteck darauf angepasst. Deswegen gibt es leider keine verschiedenen LEDs mit verschiedener Höhe, also verschiedener Größe Höhe der Reverse Mount. Das ist sozusagen, kann man einen Standard nennen, die Bauhöhe. Gut, dann schauen wir noch weiter in die Fragen. Die nächste Frage lautet, gibt es Alternativen zu Osram Point LED oder ist etwas in Planung? Diese Point LED hier ist der Art von dem PLCC Grundring, wenn ich mich richtig erinnere. Leider nein, diese Bauform auf dem Markt ist nicht gängig, deshalb haben wir nicht im Plan. Okay. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Leider haben wir das Problem, dass die LED von uns zu hell ist. Das Licht der LED wird durch die Leiterplatte gestreut. Können Sie mir sagen, ob es möglich ist, ein Footprint mit einem galvanisierenden Loch für die LEDs zu erstellen? Also erstmal möchte ich, ich denke, diese LED geht um eine Domlinsen-LED. Und ich gehe davon aus, die Platine ist auch FR4. Okay. Ja, die Lösung mit so einem galvanisierten Loch, also in der Art so wie ein Ring, grundsätzlich möglich. Nur das Loch in der Innenkreisrunde wie eine Weiher umsetzen. Ja. Und was kann man noch dazu betrachten? In diesem Fall sollten LED-Landplatten genug Abstand haben, um keinen Kontakt für den Kurzschluss entsteht. Ja, weil im schlimmsten Fall, was passieren kann, ist, die Lötpads von ihr Lötprozess in das Loch eindringen und kann ebenfalls einen Kurzschluss verursachen. Deshalb, ja, bitte achte Sie drauf, dass die Kontakt genug Platz hat. Dann haben wir eine weitere Frage. Wie groß sollten die Bohrungstoleranzen liegen? Im generellen Fall, die Toleranz für Bohrung ist genau wie die Toleranz in der Zeichnung der LED-Bauteil. Und das finden Sie sich in der Datenblatt, wo unsere Zeichnung für Bauteil sind. Also das steht grundsätzlich auf der Norm. Gut, soweit ich sehe, haben wir an der Stelle keine Fragen mehr. Wie schon vorhin gesagt, dieses Webinar können Sie sich auch auf YouTube oder auch auf unserer Webseite ansehen. Und auf YouTube ist unser Kanal, der wird Elektronikkanal. Und auf unserer Webseite gibt es extra einen Navigationspunkt, der Webinare heißt. Da sind alle Webinaraufzeichnungen zu sehen. Generell dauert es ein paar Tage, bis das neue Webinarvideo auf der Webseite und auf YouTube zu sehen ist. Alle, die jetzt heute teilgenommen haben, erhalten aber einen Link in einer E-Mail, in der nochmal auf die Aufzeichnung hingewiesen wird. Und diese Infos kommen alle zeitgleich. Genau. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei meinen zwei Kollegen Harun und Lin. Vielen Dank für das Webinar und sollten Sie weitere Fragen haben, wir sind immer für Sie da. Schreiben Sie uns einfach auch über Ihren Außendienst und wir hören und sehen uns beim nächsten Webinar wieder. Wiederhören.